Willkommen bei So geht das. Ich bin gerade bei uns im Studio. Ihr kennt ja diesen Hintergrund. Ich muss zugeben, dass ich dieses hässliche Regal, in dem ganz viel Müll drin steht, schon seit sehr langer Zeit nicht so cool finde. Es war damals mehr so provisorisch gemacht. Und deswegen haben wir uns gedacht, wird es mal Zeit für ein neues Set. Guck mal, das Regal steht auf irgendwelchen alten Bierkästen und so. Aber auf der anderen Seite ist eine seit sehr langer Zeit ungenutzte Kulisse. Auf jeden Fall sind das ja jetzt nicht unbedingt die So-Getas-Farben. Und wir haben uns ein bisschen was überlegt. Dazu will ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Aber wir wollen diese Hintergründe jetzt erstmal streichen bzw. tapezieren. Deswegen müssen wir jetzt erstmal Farbe kaufen. Und jetzt ab ins Auto und auf zum Baumarkt. Heute mal wieder wunderbares Schneewetter in Köln. Und wir sind am Baumarkt angekommen. Bin gespannt, ob wir alles bekommen. Gut, dann können wir wieder zurück ins Studio fahren. So, die Kim ist jetzt auch dabei. Gerade schon ganz fleißig hier den ganzen Boden ausgelegt. Für euch sind das jetzt wahrscheinlich nur so eine Minute oder so. Und für uns sind das jetzt ein paar Tage, bis das so schön aussieht, wie ihr das jetzt gleich sehen werdet. Ich habe jetzt schon die Hälfte ungefähr fertig, also man sieht, da ist schon ganz schön viel weiß und jetzt geht's an die andere Hälfte und ich bin schon komplett voll mit Farbe. Bin ich im Gesicht eigentlich auch voll? Ja, ein bisschen, ne? Ich habe ehrlich gesagt jetzt schon keinen Bock mehr. Das ist schon ganz schön anstrengend. So, meine lieben Freunde, ich bin fertig und zwar hier. Seht ihr das? Alles weiß. Hier ist auch ein kleines bisschen Chaos, ne? Tag Nummer 2 oder genau genommen liegen mehrere Tage zwischen dem letzten Anstrich. Heute ist Montag, das letzte Mal haben wir uns Freitag gesehen. Sind jetzt hier wieder im Studio und die Wände sind trocken. Also man sieht hier, es ist wirklich alles ganz schön weiß geworden. Könnte man eigentlich fast schon so lassen, ne? Irgendwie gefällt mir das auch. Aber ist ja auch ein bisschen langweilig. Deswegen werden wir das Ganze heute grau färben. Genau genommen Schiefergrau. Das ist die Farbe, für die wir uns entschieden haben. Man kennt es ja eigentlich so aus Film und so weiter, dass Maler immer so schicke Malerhüte haben. Also aus Zeitungpapier gebastelt, so ein geiler Hut, damit meine Haare nicht voll werden. Und genau den will ich jetzt erstmal basteln, wenn ich das hinbekomme. Also ich habe gerade leider keine Zeitung gefunden, dafür aber so ein komisches Blatt Papier. Keine Ahnung, was das genau ist. Sieht fast so aus wie Backpapier. Und das ist ziemlich optimal, weil das hat, glaube ich, die perfekte Größe für so einen Malerhut. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das funktioniert. Also wenn ihr so ein Blatt Zeitungspapier oder was auch immer habt, faltet ihr das erstmal einmal in der Mitte, so, dass die Zuhörseite oben ist und dann faltet ihr einmal die Ecken so rein, so dass man beide Ecken einmal in der Mitte faltet. Da muss man das wahrscheinlich hier relativ glatt drücken, damit das nachher nicht direkt wieder aufgeht, ne? Und dann nehmt ihr euch hier den unteren Teil und den faltet ihr dann einmal nach oben. So. Das gleiche macht ihr auch auf der anderen Seite. Also hier der untere Teil einmal nach oben. Und dann klemmt ihr die Ecken da so hinter. Einmal da, einmal auf der anderen Seite, den Teil hier und da einfach nochmal genau das gleiche. Also so. Das geht hier leider ein bisschen auf, weil das Papier, glaube ich, ein bisschen zu dick ist. Hier mit einfachem Zeitungspapier geht das ein bisschen besser. Aber dann habt ihr hier einen schicken Malerhut. Kann ich mir aufsetzen? Dann sehe ich aus wie Robin Hood oder so. Also hilft auf jeden Fall, dass die Haare nicht direkt komplett voller Farbe sind und schützt die Frisur, damit wenn man mit dem Streichen fertig ist, man immer noch genauso schön aussieht wie vorher. Leute, ihr werdet es nicht glauben, ich habe gerade zufällig hier im Studio in so einer Ecke noch so einen alten Maleranzug gefunden. Das tragen, glaube ich, normalerweise immer die Leute bei der Spurensicherung im Tatort. Oder halt, wenn man malt und nicht schmutzig werden will. Boah, ich glaube, das ist viel zu groß. Obwohl, nee, geht eigentlich. Ist das nicht sexy? Ich glaube schon. Dieser Hut ist echt überhaupt nicht fest. Vielleicht sollte ich probieren, noch so Schnüre da dran zu machen. Also ich habe ja leider keine normalen Schnüre, aber ich habe Klebeband. Dann müsste das ja eigentlich genauso gut gehen. Und dann einmal da. So. Ha! Jetzt kann ich so machen, ohne dass der Hut abfällt. Ah.
Schöne Farbe, würde ich sagen. Aber das sieht so aus, als hätte sich hier schon ein bisschen was gelöst. Habe ich auch überall gelesen, als ich nach Tipps zum Streichen geguckt habe, dass man immer erstmal, wenn man einen farbigen Eimer hat, einmal umrühren sollte, weil sich die Farbe und das Wasser und so weiter irgendwie trennt. Das ist nur die Frage, womit rühre ich das denn um? Was ist denn mit Essstäbchen? Das geht doch. Damit kann man doch bestimmt was umrühren. Ja doch, das geht doch, oder? Kann man machen. Damit kann ich mir jetzt noch so Kriegsbemalung machen, so. Jetzt habe ich meine Nase voll gemacht. Toll, was kann ich eigentlich, ey? Jetzt müssen wir die Farbe da rein in diese Wanne tun. Boah, die Wanne klebt auch komplett am Boden fest. Geil, Mann. Bevor man beim Streichen die große Fläche anmalt, sollte man erstmal die Ecken und Kanten bemalen, weil man an die ja später schlecht daran kommt. Wir haben jetzt hier schon zwei ganz gut gelungene dunkelgraue Wände und jetzt kommt die letzte, die große Wand und das mache ich jetzt auch nochmal mit links. So, fertig. Also ich glaube, ich bin tatsächlich durch. Alle vier Abschnitte sind jetzt relativ dunkel. Sieht fast schwarz aus. Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht, wenn es getrocknet ist. Und vor allem bin ich gespannt, ob man da jetzt noch irgendwelche Flecken sieht. Also ob ich irgendwo nochmal neu drüber rollen muss oder ob das schon so reicht. Jetzt kann ich erstmal hier den Hut wegmachen. Boah, ich bin echt froh, dass ich das jetzt geschafft habe. Ich würde sagen, ich lasse den ganzen Kram jetzt erstmal trocknen, weil dann sehen wir, ob es funktioniert hat oder ob es mega scheiße aussieht. Ich bin gespannt. Tag Nummer 3 und ja, das Studio ist soweit gestrichen, also ist noch nicht fertig. Hier wird noch eine ganze Menge passieren, aber die Wände sind ja trocken und ich finde, es sieht eigentlich auch ganz gut aus. Also dafür, dass ich überhaupt gar keine Ahnung vom Streichen habe, bin ich echt erstaunt. Also vielleicht ist das doch noch so ein Job, den ich auch machen könnte. Also anstatt irgendwelche komischen Videos machen, Maler und Lackierermeister werden. Und so sieht das jetzt aus. Das ist auf jeden Fall ein schönes Schiefergrau. Unter anderem, so geht das Hintergrund. Die blaue Wand wird aber auch nicht blau-weißen, sondern da wird auch noch eine ganze Menge passieren. Aber dafür warten wir gerade noch auf eine besondere Tapete, die da dran kommt. Eine Sache, die auf jeden Fall auch zum Set irgendwie dazugehören wird, ist dieses Regal, was hier vorne schon so rumsteht und vollgestellt ist mit Müll. Das kann ich jetzt eigentlich mal kurz schon mal hier vor die eine Seite schieben, um dann schon mal zu schauen, wie das aussieht, ob das passt oder ob es nicht passt. Ja, also das Regal wird hoffentlich nicht ganz so zugemüllt bleiben wie unser anderes Regal da hinten. Dann würde ich sagen, war's das mit dem allerersten kleinen Studio-Renovierungs-Vlog. Wenn ihr mehr sehen wollt, also weitere Vlogs davon, wie wir unser Studio neu machen, dann gebt doch einen Daumen hoch. Ihr könnt auch gerne mal kommentieren, wie ihr das findet. Oder wenn ihr noch Vorschläge habt, was wir denn in unser neues Studio unbedingt einbauen sollten, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!